Ja, da sind wir. Wir können jetzt hier gerade nichts sehen. Ich muss jetzt gerade auch erstmal überlegen, weil das war Pfeifen und das war genau. Okay. Kehre zur Ausbildung zurück. Achso, ich wollte das nicht die ganze Zeit anlassen. Weil ich musste nämlich leider einen kleinen Cut machen, weil ich nicht mehr so viel Zeit hatte, alles aufzunehmen. Aber ich kann mich wieder dran erinnern. Moment, R-Fokus. Die Festung Alamut raubt mir den Atem. Als wäre sie aus den Hikayat meiner Kindheit entsprungen. Wenn er mir jetzt noch sagen würde, was ein Hikayat ist, kommt mir das nur so vor oder ist das jetzt so viel heller hier? Wer soll es dann tun? Da bist du ja. Bist du bereit? Ich denke schon. Lass den vergangenen Tag hinter dir. Auf den heutigen hat er keinen Einfluss. Zieh dich an und wir können beginnen. Nur zu, Basim, wie wir es geübt haben. Ja, Meisterin. Ja. Okay. Wo muss ich denn hin? Ganz nach oben wahrscheinlich. Im Moment, da kann ich nicht. Achso, ich muss die Vorrichtung entlang. Ja. Hallo? Jetzt komme ich hier nicht mehr hoch, oder was? Nur weil er nicht springen konnte? Ja. Okay, gehen wir nochmal runter. Kein Thema. Waren zwar extra diese Dinger, wo er dran springen sollte, aber das hat er anscheinend nicht so ganz hinbekommen. Genau, jetzt kriegt das aber hin. Jetzt können wir weitermachen. So, da geht's nach oben. Du wirkst heute sehr kräftig, Basim. Nicht nachlassen. Ne? Sachte, Basim. Sachte. Sachte, ja. Spring! Jetzt! Ich bin ja, mir nicht Meisterin. Sicher, ob ich das tun soll. Kamikaze! Ja! Ich habe genug gesehen. Wir versuchen es morgen erneut. Boah! Das war nehme toll. Ich persönlich. Ich sehe es an deinem Körper. Du verlierst zu leicht das Ziel aus den Augen. Der Todessprung ist ein unabdingbarer Schritt auf deinem Weg zur Einführung. Er ist eines der ersten und heiligsten Rituale der Bruderschaft. Um ihn erfolgreich durchzuführen, musst du zuerst Geist, Körper und Seele in Einklang bringen. Nimm die Furcht an, besänftige sie, finde die Stille und dann lass los. Ja, Meisterin. Kehren wir zum Lager zurück. Okay. Darf ich dich etwas fragen? Du darfst. Als ich in Al-Anbar war, im Palast, wurde ich Zeuge eines Treffens zwischen dem Kalifen und fünf Männern mit Maske, Ordensmitgliedern. Der Kalif sollte den Gegenstand beschützen, den sie entdeckt hatten. Aber er wusste nichts von ihren Plänen. Er kannte nicht einmal ihre Namen. Wie kann es sein, dass der mächtigste Mann Bagdads vor den Gesichtslosen so ängstlich auf die Knie sinkt? Der Orden beherrscht solche Männer und ihre Imperien bereits seit Jahrhunderten, indem sie sie von ihrer Wahrheit überzeugen, dass sie die natürlichen Lenker des Weltgeschicks sind. Der Kalif war nur ihre Marionette. Und dasselbe wird auf denjenigen zutreffen, der ihm nachfolgt. Das gesamte Kalifat steht unter ihm. Sprich mit Fulad und sieh, ob er Hilfe benötigt. Wir setzen deine Ausbildung später fort. Ja, Meisterin. Ja, toll, aber zu Ende reden kann sie nicht, oder was? Hast du Mentor Raihan im Lager gesehen? Wer ist denn Fulad? Er bereitet den Empfang der Gesandten der Tahirian vor, Meisterin. Danke. Suche Fulad auf. Unten ist was, womit ich sprechen kann. Bist du Fulad? Guten Tag, Tabit. Hm. Hallo, Basim. Was beschäftigt dich? Um ehrlich zu sein, bin ich frustriert. Der Orden in Bagdad ist seit dem Tod des Kalifen nur noch stärker geworden. Und wir sitzen auf diesem Berg fest. Mentor Raihan weiß sicher, was er tut. Vielleicht sollte ich mehr vertrauen. Hast du Fulad gesehen? Wahrscheinlich ist er wie üblich in seiner Schreibstube. Aber gut, ich muss wieder an die Arbeit. Wir sehen uns.
Aha, aber er konnte uns einen guten Tipp geben. Das ist gut. Boah, wobei ich hier immer noch sehr geblendet bin, ehrlich gesagt. Das ist genauso hell wie bei uns. Ich habe ja schon die Rollladen komplett unten. Wie komme ich denn da hin? Achso. Über die Treppe wäre ein Anfang. Ah, was ist das in der Ecke? Hier, eine kleine Zeichnung? Meine Unterschrift, damit du weißt, dass es von mir kommt und nicht von El Hassan oder schlimmer noch Abu Jafar. Ein Scherz, du verstehst? Auf bald. Ah, Basim, wie geht es dir? Ja, Enkidu, gleich gibt es Futter. Ist klug. Und soll mit Klugheit nicht auch Geduld einhergehen? Das erinnert mich an jemanden. Hast du mit Meisterin Roshan gesprochen? Hab Geduld. Begegne deinem Fortschritt mit Wohlwollen. Ich nehme es mir zu Herzen. Roshan trug mir auf, dich aufzusuchen? Ach ja. Rivka braucht Lederstreifen. Kannst du sie aus dem Lagerraum holen? Mache ich, Fulat. Bis später dann. Lederstreifen. Ich will Assassine werden und kein Laufbursch. Aber gut, jeder fängt natürlich erstmal klein an. Egal, ob es irgendwo in der Firma ist oder beim geheimen Orden der Assassinen. Das heißt, wir schauen mal, dass wir die Lederstreifen finden. So. Das ist es nicht. Nee, es ist mir schon klar. Das ist das Gleiche. Es ist schwer, hier irgendwas zu finden. Oh, wieso? Ich finde, da findet man sehr viel. Vergesst die Federn nicht. Fulat, erinnere die Bruderschaftshäuser in Bagdad daran, jede blutgetränkte Feder und jeden Auftragsbericht nach Alamut zu schicken. Jede Feder ist ein Sieg. Sie müssen gesammelt und verzeichnet werden, auf dass sie nicht auf dem Abfallhaufen der Geschichte enden. Dies ist weit mehr als nur eine Zeremonie. Zukünftige Generationen von Verborgenen werden sich von unseren Aufzeichnungen leiten lassen. Unsere Vergangenheit muss unsere Zukunft begründen. Sie darf nicht ausgelöscht werden. Mentor Raihan. Ach ja, ich liebe diesen Controller. Der läuft immer hin, wo er möchte. Nein, das ist kein Lederstreifen. Und nein, leider habe ich kein Geld für einen neuen, beziehungsweise ich habe ja schon einen neuen gekauft irgendwann, aber das, ja, kann ich nicht anschließen aktuell, immer noch nicht. Diese Kräfte innerhalb des Kalifats beginnen uns unter Druck zu setzen. Kräfte? Du meinst den Orden, Aban? Ich kann nur über das sprechen, was ich weiß, Sadiki. Der Kalif wünscht die Auslöschung der Aufständischen und wenn ihr ihnen weiter Unterstützung gewährt, können wir euch keinen Schutz vor einer Antwort des Kalifats zusichern. Die Aufständischen versorgen uns in Bagdad mit Informationen. Ohne sie sind wir blind. Wie dem auch sei, Statthalter Muhammad ist fest entschlossen zu zeigen, dass er diesen Aufstand schnell beenden kann. Daran zweifle ich nicht. Ich kam, um euch zu warnen. Die Lage in Bagdad entwickelt sich schnell. Vielleicht müsst ihr schneller handeln als erwartet. Ich höre dich, Aban. Mich macht das total irre, wenn bei also solchen Szenen... Also die Taharian, die diese Lande regieren, sind das Einzige, was zwischen Alamut und einem groß angelegten Angriff steht. Ein zerbrechlicher Frieden. Wie lange wird er bestehen? Wenn bei solchen Videosequenzen immer die Klamotten so wegknicken, wie die gerade Lust haben. Das macht mich wahnsinnig, weil das sind so Fehler, weiß ich nicht. Das sollte eigentlich nicht sein, behaupte ich mal. Ich weiß, ich bin da sehr pingelig, was das betrifft, aber ich meine, es ist ja jetzt auch nicht so, als ob wir jetzt irgendeinen Anbieter haben, ja, irgendeinen kleinen Anbieter haben, ne, der halt, den keiner kennt oder so. Assassin's Creed ist ja eine riesige Reihe. Lass mich ziehen, Azadeh. Wie ich höre, suchst du immer noch. Du jagst Gerüchten hinterher und rufst meinen Namen. Die Frau, die du verfolgst, ist tot und dieser Name liegt mit ihr begraben. Ich bin Roshan, niemandes Tochter. Schwester vieler. Ich ertränke meinen Schmerz in der Bruderschaft. An dieser Gemeinschaft kannst du keinen Anteil haben.
denn die Sache ist grausam und unseresgleichen und ich lasse nicht zu, dass du verletzt wirst. Dreh um, alte Freundin. Suche nicht länger nach mir. Die erste Klinge. Liebe Roshan, ich liege meinem Brief ein seltenes Fundstück bei. Eine uralte Zeichnung einer versteckten Klinge. Der ersten. Du siehst ihren Namen. Xerxes Schrecken. Ja, den Namen an sich, glaube ich, kenne ich auch von den anderen Assassinen-Teilen. Dies war Dareos Waffe. Ich weiß nicht, ob unser berühmter Vorfahre nach seinem Verrat jemals in sein geliebtes Persien zurückkehrte. Aber ich dachte mir, dieses Bild seiner Klinge sollte in sein Geburtsland zurückkehren. Und zu dir, Itamos, der Grieche. Der Grieche, das hört sich mal so an. Dann kommt der Italiener, der Deutsche, der Franzose. Wie kommt der Bau voran? Es dauert länger, als wir erwartet haben, Said. Das ist sicher frustrierend. Mentor Daihan ist ein weiser Mann. Doch er spricht von diesem Berg, als wäre es vorbestimmt, dass wir hier bauen. Wir haben Geduld und folgen seiner Führung. Meisterin Roshan sagt, ich soll es nicht zu eilig haben, in die Stadt des Friedens zurückzukehren. Du solltest es gar nicht eilig haben. Bagdad hat sich verändert. Es ist gefährlich. Ja, das war offenbar nicht mein Ziel. Ich sehe es schon. Aber ich konnte mit ihm reden, also... Ach, Moment. Hab ich ja jetzt erst gesehen. So, da... Rivka? Basim, Basim! Streifst du jetzt nur noch ziellos im Lager umher? Nein, ich habe Leder für dich. Meintest du das? Wie es scheint, bist du den Holzschwertern entwachsen. Ich war dagegen, aber Roshan bestand darauf. Hier ist dein Dolch. Und dein Schwert. Ich bin stolz, an ihm gearbeitet zu haben. Diese Klinge hat Charakter. Warum sollte ich etwas machen, das nicht einzigartig ist? Ich habe heute gewiss nicht mit neuen Waffen gerechnet. Ich stehe in deiner Schuld. Begleiche sie, indem du die beiden gegen den Orden einsetzt. Lass sie die Schärfe dieses Charakters spüren. Roshan sagte, heute stünden noch Übungen an. Zeig ihr dein neues Schwert. Ich muss erstmal den Übungsplatz finden hier. Immer mit dir auch noch reden? Wie kommst du mit der Ausbildung voran? Nur hat mir eine neue Art gezeigt, mein Messer zu halten. Das hat meine Genauigkeit stark verbessert. Wenn man es genau so wirft, segelt es schnell und sicher durch die Luft. Weißt du nicht mehr, wie man ein Messer benutzt? Rüst ein Hilfsmittel auf, indem du RT gedrückt hältst? Okay. Das sind die Wurfmesser, okay. Ich habe allerdings keine, nur mal so am Rande. Aber ich werde wahrscheinlich gleich welche bekommen, nehme ich mal an. Soll ich da hoch? Ich nehme mal an, ne? Das sieht ja so prädestiniert dafür aus, dass es hier, dass man diesen kleinen Parcours nimmt. Auf der Seite. Nicht da hoch. Oh. Und ich habe gerade festgestellt, ich muss gar nicht A zusätzlich drücken. Es reicht, wenn ich einfach nur nach oben drücke. So, da müssen wir rum. Wohin denn noch? Meter nach oben. Soll ich mich da dranhangeln? Ich denke, oder? Ja. Das sah gut aus. Also sah abgehakt aus im Spiel, aber es sah gut aus, dass ich hier rum muss. Das meine ich damit. Ich glaube, ich hätte auch das Ding hochklettern sollen. Ne? Nehme ich mal an. So, Wurfmesser. Kommt her. Oder auch nicht.
Gute Arbeit. Bis morgen. Basim, Zeit für dein Kampftraining. Ich war überrascht, als Rivka mir das gab. Ist dein Schwert nicht eine etwas grobschlächtige Waffe für einen Verborgenen? Als Verborgene müssen wir eine Vielzahl von Waffen meistern. Man weiß schließlich nie, wie sich ein Kampf entwickelt. Ein jeder kann ein Schwert führen. Aber wie wirst du es einsetzen? Ich bin hier, um zu lernen, Meisterin. Bist du wirklich hier? Nun, ja, ich glaube schon. Körperlich bist du es, aber auch mit Geist und Seele. Ist das ein Rätsel? Nein, es ist der Unterschied zwischen Leben und Tod. Du musst auf mich zielen und mich umkreisen. Wende deinem Gegner niemals den Rücken zu. Ja, würde ich gerne. Hallo. Also ich drücke R die ganze Zeit, aber er will irgendwie nicht. Was machst du? Willst du, dass man dir in den Rücken sticht? Zeig mir erstmal schnelle Hiebe. Gut. Ja. Ich warte auf dich. Manchmal müssen wir mit mehr Wucht angreifen. Nein, jetzt was anderes. Dabei bist du kurz ungedeckt. Also passe es gut ab. Und los! Das ist blocken. Achso, halten. Okay. Nein! Falsche Taste. Genau so. Schlag kräftig zu. Sehr gut. Nun zur Verteidigung. Du kannst gegnerische Angriffe parieren. Nach ein paar erfolgreichen Paraden ist dein Gegner wie benommen. Versuche, meine Angriffe zu parieren. Ja! Das ist gut! Ja, wenn er nicht immer von selber loslaufen würde, ja. Ausgezeichnet! Einige Angriffe kann man nicht parieren. Man kann nur ausweichen. Mach dich bereit. Ja. Mit der Taste. Gute Arbeit. Ja, genau so. Komm, komm. Ich sehe dich auch im Rücken. Gut gemacht. Versuchen wir es doch einmal mit einem freien Kampf. Setze ein, was du gelernt hast. Das hat mich überrascht. Nicht schlecht. Nein, ich wollte ausweichen. Das war ein bisschen spät, Junge. Ja, das war's falsche. Na, was macht ihr jetzt? Keine Ausdauer mehr. Die Ausdauer ist aufgebraucht. Sie wird durch Ausweichen und Angreifen verbraucht. Hast du keine Ausdauer, kannst du nicht mehr ausweichen. Ausdauer füllt sich mit der Zeit auf. Okay, also kann ich eh nichts machen. Ich glaube, Ausdauer sinken, oder? Ja, ist ja toll geblockt, Junge. Ja. Was das denn her? Aus meinem X-Knopf. Ja. Für heute sind wir fertig. Warum hören wir auf? Vom Versagen lerne ich nichts. Wahres Lernen besteht zu gleichen Teilen aus Taten und Ruhe. Ersteres hast du getan. Nun suche die Ruhe. Überstürze die Übungen nicht. Hab Geduld. Versagen ist ein Teil des Fortschritts. Denke darüber nach und komm verbessert zurück. Ja, Meisterin, das werde ich. Gut, dann auf bald.
Ahmad wird bald zum Haus der Weisheit zurückkehren. Ich fürchte, er begibt sich mitten in ein Schlangennest. Ich weiß, wie nah du deinem Bruder stehst. Bald wissen wir mehr. Dann können wir handeln. Friede sei mit dir, Abu Jafar. Ich bin Ahmad. Ahmad, entschuldige. Sei unbesorgt. Komm und wärme dich am Feuer. Unser Bruder Ahmad verlässt uns morgen. Nach Bagdad, zum Haus der Weisheit. Das Haus der Weisheit? Meine Brüder und ich arbeiteten dort über viele Jahre. Ich habe noch immer einiges zu tun. Die Wissenschaft wartet auf niemanden. Und ich erfülle meine Pflicht als Verborgener, indem ich unter den Gelehrten eure Augen und Ohren werde. Fulat, erzähl Basim die Geschichte von der Feder. Unser Brauch mit der Feder kommt aus Ägypten. Sie steht für die Federn der Ma'at. Die Federn eines Reihers wurden in das Blut der Zielpersonen getaucht. Diese wurden für das Urteil des Herrn der Duat hinterlassen. Es ist wichtig, dass wir bescheiden bleiben und unseren Platz kennen. Wir sind Boten der Gerechtigkeit und keine Richter. Hilft mir heute Abend jemand beim Wachgang? Ich komme mit dir, Nur. Ich muss mich bewegen, wenn mir heute noch warm werden soll. Ich danke dir. Lass uns gehen. Kommst du, Basim? Heb dir die Geschichten für später auf. Ja, ich denke allerdings, dass hier wahrscheinlich jetzt mit dem Wachgang und so noch einiges folgt. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und dann sehen wir den Rest in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.